Ja, ich bin der Benedikt Amtmann, ich bin 16 Jahre alt und ich begeistere mich am Theater dadurch, dass man dadurch sich einfach selbst ganz neu ausdrücken kann und vielleicht auch aus dem Alltag fliehen kann. Man kann seine Rolle sein und kann sein Selbst ablegen und alle Sorgen abschütteln. Und das ist es, was mich total begeistert. Ja, also mein Name ist Sophia, ich bin 17 Jahre alt und ich finde es einfach schön, Theater zu machen, vor allem eben jetzt wie in dem Fall mit Freunden, weil man immer wieder neue Erfahrungen macht und es einfach toll ist, sowas auf die Bühne zu bringen. Die Theatergruppe gibt es seit 2019 und wir heißen Ortsjugend unter Leimbach. Wir machen nicht nur Theater, aber das ist eines unserer Hauptsparten, Theater zu spielen. Ja, also für uns war klar, wir müssen wieder ein Theaterstück machen dieses Jahr. Einfach schon, weil wir letztes Jahr so eine gute Resonanz bekommen haben. Also haben wir angefangen zu schreiben. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Das hat vielleicht so, also wenn man die ganze Arbeit zusammenzählt, waren es vielleicht 3 bis 4 Tage. Ja, und drauf gekommen. Also wir setzen uns zusammen und überlegen, was wollen wir überhaupt an die Leute bringen? Und dann, ja, wie so eine Art Brainstorming, und wenn uns eine Idee gefällt, dann schreiben wir die auf und so entsteht das dann Stück für Stück. Genau. Oh, in unserem Stück geht es um, ja, ich sage immer gern um Raub, Liebe und um Bier, weil da haben die Leute vielleicht gleich eine Vorstellung. Es geht eigentlich um Freundschaft und darum, wie Freunde andere beschützen wollen. Aber sie waren ein bisschen zu voreilig und dann gibt es ein bisschen Verwirrungen. Deswegen haben wir auch den Titel Die Bierdeckel-Verschwörung genommen, weil es alles ein bisschen tricky ist, wie das alles zusammenhängt. Und dann gibt es ein paar verworrene Situationen. Aber ich kann schon mal sagen, eigentlich gibt es bei uns immer ein Happy End. Also in der Ortsjugend sind es insgesamt 7 Leute, im Alter von 12 bis 18 Jahren. Aber wir haben natürlich auch außenrum noch eine Art Team, würde ich jetzt mal sagen, für Bühnentechnik, Regie und eben auch Maske. Das ist eigentlich alles Teil unserer Familie Genau. im weitesten Sinn. Und ja, das sind dann, glaube ich, insgesamt 10 Leute. 10, 11 Leute sind das. Ja, ich würde uns auch eher als Familie als lose Konstellation beschreiben, weil wir einfach sehr eine familiäre Atmosphäre haben und wir verstehen uns super. Die Vorbereitung fürs Theaterstück, also von der ersten Idee bis zur Premiere, dauert es immer ein Jahr, oder? Ja, also Es ist schon Arbeit. vom Schreiben bis zum auf die Bühne bringen mit Werbung und Proben, ja, ein Es Jahr. ist ein Jahr. Also, die Regisseurin ist meine Oma, die Christine Schmidt-Krämer. Wie sind wir darauf gekommen? Also, die Oma war Lehrerin und sie hat aber auch an ihrer Schule die Theatergruppe geleitet und ist auch seit klein auf mit Theater aufgewachsen, hat in ihrer Freizeit auch Theater gespielt. Und bei unserem ersten Theaterprojekt eigentlich kam sie mal dazu, dachte mir, wir könnten sie mal mitnehmen, oder? Und dann, ja, hat sich das rauskristallisiert, dass die Oma eben die Regie führt und es macht ihr richtig Spaß. Genau, also wir als Ortsjugend haben eben in den letzten Jahren bemerkt, dass immer weniger im Dorf passiert, gerade was die Gemeinschaft und die Kultur angeht. Es gibt schon immer wieder hier und da was Kleines, aber wir haben uns gedacht, wir sind ja nicht umsonst die Ortsjugend, machen wir halt was, um dazu beizutragen. Und dann hat sich das mit dem Theater ergeben. Ja. Und es ist uns einfach wichtig, eben da diese Gemeinschaft dadurch zu stärken. Ja. Auch der Gesangsverein hat früher schon immer Theater gespielt und eben auch hier in der Scheune die McNeils natürlich. Und es ist einfach, für uns ist es eine Aufgabe, da was dagegen zu tun, dass irgendwas ausstirbt. Auch eben, dass unser Dialekt erhalten bleibt, ist uns wirklich ein Hauptanliegen. Wir finden es wichtig, dass junge Leute sich auch darum kümmern, dass der Dialekt erhalten bleibt, weil das ist Teil unserer kulturellen Identität hier in Franken. Und warum sollte man die verwerfen? Es ist so super, wenn man selber eine Heimat hat, eine Kultur, wo man immer dazugehört, wo immer dich jemand versteht und einigermaßen auf einer Wellenlänge ist. Und das muss man einfach erhalten.